Dieses Video wird euch präsentiert von Card Market, Europas größter Plattform zum An- und Verkaufen von Einzelkarten. Aber nicht nur das, ihr könnt hier unter anderem noch Displays, Spielmatten, Würfel und was euer Herz noch so begehrt von eurem Lieblings-TCG erwerben. Von daher checkt die Seite gerne mal aus, alles dazu findet ihr natürlich in der Infobox. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und euch ist bestimmt aufgefallen, dass ich hier rumstehe und das liegt daran, dass ich einen neuen Tisch bekommen habe, beziehungsweise nicht bekommen, ich habe mir den gekauft. Und den kann ich so hoch und runter fahren. Und da dachte ich mir, ich nehme jetzt mal den Market Watch hier im Stehen auf. Mal gucken, wie das hier so läuft. Und dennoch gibt es tatsächlich schlechte Neuigkeiten für euch, denn wenn du dieses Video hier siehst, dann haben wir tatsächlich schon wieder Sonntag. Das bedeutet, unser grandioses Wochenende, was ihr natürlich gehabt habt, ist leider Gottes vorbei. Die Woche schreit nach uns, wir müssen arbeiten. Gibt es irgendwo Ferien? Keine Ahnung, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten habe ich natürlich wieder einen richtig nice Market Watch für euch vorbereitet und wie immer hoffe ich natürlich, dass er euch gefällt. Und von daher lasst uns nicht mehr allzu lang quatschen, wir starten direkt rein in die erste Karte. Wir beginnen an dieser Stelle wieder mit Karten aus der Rarity Collection 2, aber wir werden uns dieses Mal die höchste Rarität daraus anschauen und zwar die Quarter Century Secret Rare, denn da gibt es tatsächlich auch die ein oder andere interessante Bewegung. Wir beginnen hier mit Staples, beziehungsweise wenn wir uns überwiegend natürlich nur Staples anschauen, da haben wir einmal die DD-Krähe und da haben wir das One-Off bei 27,25, 27,45 oder hier fast bei 28 Euro. Das erste Two-Off beginnt hier bei 30 Euro die Kopie und das erste Playset beginnt hier bei 34,50. Diese Karte ist gerade im aktuellen Format gar nicht mal so schlecht, denn wir können nämlich mit dieser Karte jede Karte im Friedhof unseres Gegners wählen und diese dann wegziehen, also banishen. Und das kann unter Umständen extrem wehtun. Dann habe ich hier einmal den fantastischen Drache Phantasmal für euch und du siehst bereits, dass diese Karte extrem gedroppt ist. Diese Karte sieht auch zu Recht, finde ich, gerade nicht mehr allzu viel Play und das liegt natürlich nicht daran, dass wir keine Link-Monster spielen, sondern dass überwiegend nur ein Link-Monster sich auf dem Board befindet und dann lohnt sich, finde ich, jedenfalls der gute Phantasmal nicht. Nichtsdestotrotz bekommst du da deine erste Kopie in Quarter für 9,88 €, 9,99 € oder hier das erste Tour für 10,68 €. Das erste Playset geht hier los bei 11,95 € die Kopie. Dann haben wir noch den Schädelmeister und diese Karte könnte so ein Sneak Peek tatsächlich sein, denn diese Karte kann ja auch Friedhofseffekte nieren, nicht nur Monstereffekte, sondern auch Spells oder Trap. Das Ding ist nur hierbei, wenn der Gegner gut unchained, kann diese Karte tatsächlich relativ häufig Timing verpassen. Nichtsdestotrotz ist die Quarter relativ günstig dafür, dass es halt eine Handtrap ist und da startet das One-Off bei 3,50 €, 3,95 € oder hier das erste Playset bei 4,41 € die Kopie. Ganz anders sieht es da tatsächlich bei dem Kauz- und Schlossvogel aus, meine Freunde. Da startet das One-Off bei 26 €, 27 €, 27 €. Die Karte findet ja auch wieder vermehrt Platz in den ganzen Side-Decks. Gerne mal eure Meinung dazu. Spielt ihr gerade den Kauz- und Schlossvogel im Side-Deck oder disrespectet ihr ihn komplett? Das erste Playset geht hier auf jeden Fall los bei 34,88 € oder hier 36,88 € die Kopie. Dann haben wir die Geistertrauende und Mondeskälte ist ja eine Main-Deck-Karte geworden, weil sie halt einfach so gut funktioniert wie eine Effektverschleierin, nur dass sie halt once per turn ist. Dafür können wir sie aber in jeder Phase abwerfen und halt dann ein Monster negieren, was aber nur spezialbeschworen wurde. Das ist aber heutzutage relativ häufig. Also es gibt, glaube ich, kein Deck mehr außer Flow Unrease, wo die Karte eigentlich tot kommt. Auf jeden Fall beginnt hier das One-Off bei 25 €, 25 €. Das erste Two-Off beginnt hier bei 25,92 € und das erste Playset hier bei 28,44 € die Kopie. Weiter geht's mit Geisteroger und Schneehase und die Karte ist extrem gedroppt. Und das liegt, glaube ich, mitunter daran, dass das halt das alternative Artwork ist und viele das nicht so feiern. Also wenn ihr da auch anderer Meinung sein solltet, dann gerne in die Kommentare. Hier geht es auf jeden Fall los bei dem One-Off bei 29 €, 29,50 € oder das erste Playset sogar hier bei 30 € die Kopie. Ansonsten ist der Geister-Oger auch gar kein schlechter Staple zurzeit, muss man oder kann man nicht anders sagen. Feinkontrolle auch relativ nischig, wenn man so möchte, aber natürlich macht es immer noch einen guten Job. Hier geht es los beim One-Off bei 5 €, 5 €, 5,03 €. Das erste Two-Off hier bei 6 € oder das erste Playset bei 6,27 € die Kopie. Ultimate Slayer ist tatsächlich eine Karte, die gestiegen ist in ihrem Preis.
ist halt immer noch ein guter Boardbreaker, kann theoretisch ja alles outen, je nachdem, ob du dein Extra-Deck danach vorbereiten kannst. Hier geht's los beim One-Off bei 13,85, 13,98 oder hier 13,99 und das erste Playset beginnt hier bei 15 Euro die Kopie. Gedankenkontrolle wollen wir uns natürlich auch noch angucken, ist ein solider Staple, kann man auf jeden Fall spielen. Man kann halt einfach ein Monster des Gegners klauen, was natürlich auch nicht so schlecht ist, und du kannst theoretisch ja dieses Monster dann auch verwenden für deine ganzen Beschwörungen aus dem Extra-Deck. Hier startet das One-Off bei 4,90 Euro, 4,90 Euro oder hier 5,19 Euro, das erste Tour-Off bei 6 Euro und das erste Playset bei 6,34 Euro die Kopie. Also ihr merkt, es gibt hier auch relativ günstige Quarters tatsächlich. Auslöschungsinformant. Hier gibt es ein Auf und Ab tatsächlich. Die Karte ist gerade extrem gut. Gerade in Snake Eyes oder auch in Branded Despair Varianten beziehungsweise auch in Chimera wird die Karte mitunter schon auch gespielt. Und auch einige Tempai Dragon Varianten greifen auch auf diese Karte zurück. Und diese Karte beginnt hier beim One-Off bei 37,49, 37,50, 37,50 und das erste Playset geht hier los bei 42 Euro oder hier 43 Euro die Kopie. Weiter geht's mit den Link-Monstern, die wir daraus bekommen haben. Einmal IP Masquerina in ihrem alternativen Artwork. Finde ich ganz nice mit dem Motorrad, muss ich gestehen. Hier geht's los bei 50 Euro, 50 Euro, 50 Euro. Mehr als ein One-Off spielen wir davon eh nicht. Appaloosa hat sich auch wieder so ein bisschen eingekriegt. Ging fast mal ihre 70 Euro. Jetzt sind wir hier wieder bei 57 Euro, 57, 50 oder hier 60 Euro. Da würde ich euch raten, wenn ihr euch hier mit dieser Karte eingedeckt habt, dann habt das auf jeden Fall auf dem Schirm, dass die Karte natürlich Banlist-würdig ist durch die neue Engine von Fiendsmith tatsächlich. Also wir bekommen ja den neuen Archetype 2 Wochen vor der EM. Wenn ihr das natürlich mitnehmen wollt, dann macht das auf jeden Fall, aber dann vielleicht zur EM bzw. kurz nach der EM diese Karte verkaufen, weil ich glaube, die wird dann relativ zügig auf der Banlist landen. Zugangskodiersprecher, eine Karte, die krass gedroppt ist, aber jetzt mittlerweile wieder etwas anzieht in ihrem Preis. Wir sind jetzt hier wieder bei 39,69, 39,90 oder hier 40 Euro. Eine Karte, die nicht das Potenzial hat, auf der Banlist zu landen. Unterweltgöttin der geschlossenen Welt, eine gute Karte, um Tower zu outen tatsächlich, denn wir können das hier einfach weglegen, von daher gar nicht so schlecht. Und die Karte ist ja auch erst krass gedroppt, ist dann wieder ein bisschen angezogen in ihrem Preis und ist jetzt wieder leicht am Fallen. Wir sind jetzt zurzeit hier beim One-Off bei 21,95, 22 Euro, 22 Euro und auch hier mehr als ein One-Off brauchst du tatsächlich nicht. Dann geht's weiter mit unseren Counter-Traps. Feierliches Urteil ist wahrscheinlich die beste Counter-Trap, die man spielen kann und die man spielen wird. Es sei denn, dann kommt mal irgendwas Krasseres raus, aber Stand jetzt ist es halt nicht so. Hier geht's los beim One-Off bei 12,40 Euro, 12,99 Euro oder hier 14,39 Euro. Und das erste Playset beginnt hier tatsächlich erst hier unten bei 19,48 Euro oder hier 19,49 Euro die Kopie. Dann habe ich noch den feierlichen Schlag für euch. Eine Karte, die auch in der Lage ist, Timing zu verpassen, wenn man diverse Trigger-Effekte hat und zuletzt vielleicht eine Spell oder Trap anchainen kann. Aber nichtsdestotrotz kann diese Karte auch den Gegner richtig krass überraschen. Hier starten wir beim One-Off bei 7,29 Euro, 7,30 Euro oder hier 7,34 Euro und das erste Playset geht hier los bei 8,38 Euro oder hier 8,39 Euro die Kopie. Und dann noch eine Karte für mich bzw. für jeden dunklen Magier-Fan da draußen, Seelen der Magier. Eine interessante Preisentwicklung, ja, die Karte ist wieder am Steigen, liegt natürlich daran, dass wir sehr, sehr viele da draußen sind, die dunkle Magier toll finden. Hier geht's los beim One-Off bei 15,20, 15,21 und hier das erste Playset bei 15,28 Euro die Kopie. Nun müssen wir uns natürlich auch Karten angucken, die aufgrund der Rarity Collection weiter am explodieren sind. Da haben wir natürlich die Pearly-Karten. Hier einmal der Noir aus Duelist Nexus, hat halt bisher nur einen Print, ist natürlich Reprint gefährdet in der Megatin, aber das dauert halt noch eine Weile. Wir haben jetzt unsere National, wir haben dann unsere EM und eventuell davor noch eine YCS, wer weiß es schon, ne? Auf jeden Fall brauchst du diese Karte auf 2 und da bist du mittlerweile bei 6,50 Euro, 6,85 Euro oder hier 6,90 Euro und guckt mal, was die Karte hier mal ging. Dann haben wir noch die gute Schönheit, auch die Karte ist förmlich explodiert. Auch davon brauchen wir ein Tour-Off, da sind wir bei 1 Euro, 1,25 Euro oder hier 1,34 Euro. Dann noch der große Noir, der ist auch krass explodiert tatsächlich. Da sind wir beim Tour-Off bei 2,50 Euro, 2,95 Euro oder hier 3 Euro mittlerweile angekommen. Und wir haben noch Plump, auch eine Karte, die wir gerne als Tour-Off spielen. Und da sind wir hier bei 39 Cent, 45 Cent oder hier 49 Cent die Kopie. Dann habe ich noch eine Karte für euch und zwar Krankenschwester Drachenmädchen. Eine Karte, die man auch mitunter in Tierlements
Paläozoisch spielen kann, beziehungsweise natürlich auch nur in Paläozoisch, weil diese Karte mildert uns nämlich Karten. Das ist natürlich für Paläozoisch super. Und da wird die Karte tatsächlich auf 3 gespielt. Und du siehst auch, dass die Karte in letzter Woche krass gestiegen ist, aber jetzt auch wieder fällt. Wir können, wie angesprochen, halt ein Playset davon spielen. Und da sind wir bei 1,27 Euro, 1,30 Euro oder dann hier unten bei fast 2 Euro die Kopie angekommen. Jetzt geht es weiter mit Karten, die bisher nur einen Print haben und vielleicht wieder das Potenzial haben zu steigen. Gerade weil wir jetzt Ancient Gear bekommen haben, platinfarbener Apparat. Deswegen hier zu sehen, ist eine Karte, die uns erlaubt, ein Maschinenmonster der Stufe 4 oder niedriger von unserer Hand spezial zu beschwören. Und die Karte ist auch in letzter Zeit wieder etwas gestiegen in ihrem Preis. Wir sind hier bei dem One-Off, was man wahrscheinlich nur davon spielt, bei 2 Euro, 2,29 oder 2,90 Euro. Kann man mitunter natürlich auch in den ganzen Zügen und so weiter spielen. Fällt mir gerade nicht. Earth Machine. So heißt das Deck, genau. Bei Deck ist mit der antiken Antriebsballista auch eine Karte, die bisher nur einen Print hat und auch wieder gedroppt ist, beziehungsweise jetzt wieder leicht am Steigen ist. Wir brauchen in Ancient Gear diese Karte auf 2 und da sind wir hier unten erst bei 12,89 Euro, 14 Euro oder hier nochmal bei 14 Euro die Kopie. Dann habe ich hier noch Nummer 39 Utopia Doppel. Es gibt ja immer noch einige Verrückte unter euch, die gerne Utopia spielen wollen. Da wirst du auch diese Karte benötigen. Die Karte hat bisher nur einen Print und geht hier 5 Euro, 5 Euro oder hier 5,90 Euro. Dann haben wir noch die gute Jasmine. Eine Karte, die für das neue Ricker Plant bzw. Link Plant wird es, glaube ich, genannt, sehr, sehr essentiell ist, wird dort auf 3 gespielt. Und da sind wir zurzeit bei 20 Euro die Kopie, 21 Euro die Kopie oder hier 22 Euro die Kopie. Habe ich persönlich vermisst in der Rarity Collection 2 tatsächlich. Dann habe ich noch die aufgegebene Seele für euch, auch eine Karte, die relativ teuer geworden ist. Und wir schauen uns hier den Print aus Dual Overload an. Wir können uns gleich noch den Secret Rare Print anschauen. Da sind wir jetzt erstmal hier bei dem Ultra Rare Print bei 7 Euro, 7 Euro, 7 Euro. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal gerne die Secret Rare an aus Brohl und da sind wir auch schon bei 7 Euro, 7 Euro, 7 Euro. Ja, relativ teuer tatsächlich. Dann geht es weiter mit Sprite Blau. Warum schauen wir uns diese Karte an? Ja, weil wir bekommen nämlich jetzt Ice Barrier Support und der erlaubt es uns bei Sprite wieder relativ konstant einen Toad rauszubekommen. Von daher ist das vielleicht auch für einige ein Way to go für die EM. Auf jeden Fall brauchen wir die Karte da gerne auf 3 und da sind wir mittlerweile wieder bei 15 Euro, 16,39 Euro oder hier 16,59 Euro die Kopie angekommen. Wir müssen uns natürlich auch gerne Toad angucken und dann schauen wir uns den letzten Print dieser Karte an. Und du siehst auch, dass die Karte wieder ein bisschen gestiegen ist in ihrem Preis. Wir brauchen in der Regel in Sprite eigentlich nur eine Kopie davon. In den ganzen Wasserdecks, also in Shark und so, spielt man 2 Kopien davon. Von daher schauen wir uns gerne beides an. Shark bekommt er auch noch Support, von daher vielleicht gar nicht mal so schlecht. Das One-Off startet hier bei 1,99 Euro, 1,99 Euro und das erste Two-Off bei 2 Euro bzw. hier unten bei 2,34 Euro die Kopie. Weiter geht's mit Diviner. Diese Karte bekommt endlich einen Reprint und zwar im nächsten OTS, aber da tatsächlich als Ulti. Das heißt, es wird sich nicht allzu viel verändern in ihrem Preis. Zurzeit kostet uns das Playset hier fast 12 Euro, 12 Euro oder hier genau 12 Euro die Kopie. Brauchen wir in Voices Voice gerne als Playset. Dann geht's weiter mit der Lightning Quem, die Tugend und da wird sich tatsächlich zeigen, nach unserer DM bzw. generell nach den ganzen Nationals, wie gut wird Branded abschneiden. Je nachdem wird die Karte nochmal steigen in ihrem Preis, denn die EM ist ja auch gar nicht mehr so weit entfernt. Von daher ist vielleicht auch für die ein oder anderen das tatsächlich ein valides Pick für die EM, also das Deck Branded Despia. Wir brauchen in der Regel nur eine Kopie davon und da sind wir bei 38 Euro, 38, 50 oder hier 39 Euro. Ansonsten brauchen wir natürlich auch noch den Dämmerungsdrachen, der wird ja zurzeit auf 2 gespielt in den ganzen Branded Despia Varianten. Und da gibt es tatsächlich gar kein Two-Off, sondern nur ein Playset. Da sind wir hier bei 30 Euro die Kopie. Wir können hier gerne mal in Deutschland ausmachen. Mal gucken, wo wir dann sind. Schauen wir mal, da sind wir beim Two-Off hier aus Griechenland bei 26 Euro, aus der Schweiz bei fast 27 Euro. Also es lohnt sich, glaube ich, weniger bei denen zu bestellen, weil da hast du horrende Versandkosten. Jetzt habe ich Einfuhrsteuer, würde ich sagen. Weiter geht's mit dem dreiköpfigen Drachen. Eine Karte, die wieder etwas gedroppt ist. Wir bekommen jetzt hier unser One-Off für 66, 66 oder hier 84 Euro. Nachdem der Reprint ja in der TIN bekannt gegeben wurde, ist die Karte ja auch von ihren fast 100 Euro auf 70, 60 Euro runtergedroppt. Ging dann wieder relativ zügig auf ihre 84 bis 90 Euro. Jetzt haben wir hier wieder eine Kopie, die relativ günstig ist. Wir können uns noch gerne die Ultra Rare anschauen. Da sind wir hier immer noch bei 75 Euro, 76, 50. Eine Karte, die aber nach dem nächsten Hopset Infinite Forbidden auf jeden Fall wieder anziehen wird, weil Tempered Dragon bekommt dort insane Support
und wird dann wahrscheinlich mitunter das beste Deck sein. Also auf jeden Fall gleich auf mit Snake Eye. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Aufgrund dessen wollen wir uns natürlich auch gerne den Paedra anschauen, weil der ist nämlich so günstig wie noch nie. Das Playset startet hier bei 9,89 €, 9,95 € oder hier 9,99 €. Das heißt, wir sind hier unter 10 € pro Kopie. Das heißt, wenn du Tempered Dragon gerne spielen möchtest, ist jetzt kein schlechter Zeitpunkt, sich mit diesen Karten einzudecken. Wir müssen uns natürlich aufgrund dessen auch den schwarzen Rosen-Mondlichtdrachen anschauen, denn das Extra-Deck ist jetzt so ein bisschen revealed in Tempered Dragon, der ist auf jeden Fall immer Teil davon und da brauchst du ein One-Off, da bist du bei 8 €, 8,70 € oder hier 8,84 €. Ansonsten gibt es tatsächlich eine Tempered Dragon Liste, die wurde mit Runix zusammengespielt. Der gute Josh hat darauf reacted und meinte, das ist eigentlich ein Meme und der hat das Meme tatsächlich zur Wirklichkeit gemacht und hat damit auch ein Turnier gewonnen und hat da die Quickspells immer in der Battle Phase gemacht, sodass er diese eigentlich eher als Boardbreaker benutzt hat und selten mit den Fountain gespielt hat. Ob das wirklich so konstant ist, weiß ich nicht. Ich glaube, es kam eher überraschend. Ansonsten skippst du ja deine Battle Phase. Er hat auch in dem Video erzählt, dass er zur Not halt einfach Runik runtergespielt hat. Also ja, das geht halt auch und dann machst du deine Tempered Dragons dann, wenn du halt angreifen kannst. Aber gut, ich persönlich würde es mit Runik nicht zusammenspielen. Aber gut, Erfolg gibt halt recht so ein bisschen, wa? Auf jeden Fall schauen wir uns aufgrund dessen die runische Spitze stellvertretend für den ganzen Archetype von Runik an. Wir brauchen ein Playset davon und da sind wir mittlerweile fast bei 7 € angekommen, die Kopie. Beziehungsweise sind wir hier sogar bei 7,14 €, die Kopie. Diese Engine wird wahrscheinlich sowieso wieder relativ teuer werden, weil sie uns ein Leben lang begleiten wird. Ich glaube nicht, dass sich da großartig was verändern wird, es sei denn, die Spitze wird irgendwann mal auf 1 gesetzt. Aber ansonsten wird wahrscheinlich immer Runix Stun oder so gespielt werden. Was dann tatsächlich noch in Tempered Dragon gespielt werden kann, ist natürlich der gute Kashtira Fenrir als Boardbreaker bzw. natürlich als Druckkarte. Davon brauchen wir ein Playset und sind hier bei 17 € die Kopie, 18 € die Kopie oder hier nochmal 18 € die Kopie. Du kannst natürlich auch komplett Kashtira spielen, da brauchst du natürlich auch den Wiseheart und der ist auch relativ teuer geworden, meine Freunde. Wir sind hier beim Playset bei 19,50 €, 20 € oder hier fast bei 25 € die Kopie angekommen. Liegt natürlich auch daran, dass wir jetzt die EM haben bzw. unsere National. Kashtira Theosos ist auch eine Karte, die, da kann man tatsächlich das gleiche argumentieren, eine Karte, die wir als Playset benötigen und da sind wir hier bei 25 € die Kopie, 27 € die Kopie oder hier 28 € die Kopie. Dann wollen wir uns noch Solo aus dem ersten Satz angucken, eine Karte, die krass gedroppt ist, aber mittlerweile wieder etwas anzieht in ihrem Preis, brauchen wir als Playset in unserem guten Musikalisch-Deck und da sind wir hier bei 27 € die Kopie, 30 € oder hier fast bei 39 € die Kopie wieder angekommen. Weiter geht's mit Tränenklage, da wollen wir uns mal gerne den Rhinoheart angucken, natürlich auch eine Karte mit Reprint-Potenzial in der Megatin 24, nichtsdestotrotz brauchst du diese Karte natürlich jetzt für deine National oder für die EM und da sind wir jetzt im Playset bei 8 € die Kopie, 8,49 € oder hier nochmal 8,49 € die Kopie. Das gleiche gilt natürlich auch für Tränenklage Kashtira, auch eine Karte, die extrem wieder angezogen ist in ihrem Preis, auch davon brauchen wir ein Playset und da sind wir hier bei 19 €, 22 € oder hier nochmal 22 € die Kopie. Dann müssen wir über einen FTK sprechen, meine Freunde, und zwar mit Erzunterweltler Thronerben. Diese Karte können wir mit Tierlements oder auch mit Lightsworn in unseren Graveyard jagen, wenn wir natürlich gut treffen. Die Karte ist auch schon am Steigen und wir brauchen von dieser Karte ein Playset in unseren Tierlements bzw. in unseren Lightsworn Deck und da sind wir hier mittlerweile bei 4,89 €, 4,89 € oder hier nochmal bei 4,89 € die Kopie. Ja, das Ganze wirst du dann mit Transaction Widerrufen spielen dürfen. Ja, davon brauchst du, glaube ich, mindestens 2 Kopien. Und da bist du mittlerweile bei 29,94 € bzw. hier fast bei 30 € die Kopie angekommen. Wir wollen uns natürlich auch gerne Lightsworn dazu angucken, und zwar stellvertretend neben Drachenling. Auch diese Karte ist wieder gestiegen in ihrem Preis. Wir brauchen ja davon ein ganzes Playset und da sind wir mittlerweile bei 14,79 €, 14,80 € oder hier 14,88 €. Und diese Karte wird höchstwahrscheinlich irgendwann ihre 20 € knacken. Dann geht's weiter mit Himmelsjäger Azalea. Diese Karte hat tatsächlich auch das Potenzial, teurer zu werden, wenn der Skystriker-Support da ist, beziehungsweise natürlich auch mit dem neuen Archetype Fiendsmith. Und diese Karte hat halt nur einen Print und das macht sie natürlich ein bisschen rar. Wir haben hier aber noch 577 verfügbare Artikel. In der Regel spielt man davon auch nur eine Kopie. Nichtsdestotrotz sollte man diese Karte auf jeden Fall im Auge behalten. Zurzeit sind wir hier bei 14 €, 14 €, 14 €.
Dann geht's weiter mit Albtraumthron. Natürlich bildet sich darum auch eine neue Engine, die uns ein Monster Negate ermöglicht. Und das gefühlt auch in jedem Deck, wo wir halt den Platz dafür haben. Wir brauchen von dieser Karte ein ganzes Playset und da sind wir hier bei 27,97, 27,98 oder hier bei 28,95 die Kopie. Wenn du davon noch kein Playset hast und du willst das gern spielen, dann auf jeden Fall jetzt kaufen. Weiter geht's mit dem Albtraumlehrling, eine Karte aus Legacy of Destruction, also eine neue Karte, die nicht aufhört zu steigen in ihrem Preis. Das Playset kostet uns mittlerweile hier 35 Euro die Kopie, 36,89 oder hier 36,89 nochmal die Kopie. Eine Karte, die natürlich unfassbar gut ist für den ganzen Archetype Illusion. Illusion wird noch sehr, sehr viel Support bekommen. Chimera profitiert schon sehr, sehr stark von dieser Karte. Funktioniert ja wie eine Diabelstar, nur dass diese Karte uns dann ein Illusion-Monster unserer Hand hinzufügt. Dann geht's weiter mit der Wanted Engine, weil wir gerade über Diabelstar gesprochen haben. Wanted ist so günstig wie noch nie. Also waren wir hier jemals fast bei 20 Euro? Ich kann mich jedenfalls nicht entsinnen. Das Playset kostet uns hier nur noch 22,50, 23,98 oder hier 24 Euro die Kopie. Unfassbar günstig, wenn man bedenkt, dass die Karte mal 120 Euro im Playset ging. Dann müssen wir nochmal einen Blick in die Zukunft werfen. Wir bekommen ja bald das neue Battles of Legend und da bekommt ihr Infernoid Support. Und deswegen schauen wir uns hier nochmal ein paar Karten davon an, die tatsächlich das Potenzial haben, danach richtig teuer zu werden. Wir haben hier einmal Pyr Mais und diese Karte brauchen wir, glaube ich, als Playset. Gibt es jetzt hier aktuell nicht, doch hier unten nochmal für 15 Euro die Kopie. Auch hier machen wir mal Deutschland aus und schauen mal. Da sind wir dann hier aus Niederlande für 7,77 Euro die Kopie dabei. Ansonsten hier unten nochmal für 10,50 Euro aus Zypern. Ich glaube mit 7,77 Euro aus den Niederlanden kann man auf jeden Fall nichts verkehrt machen, wenn man gern diesen Archetype spielen möchte. Dann brauchst du noch Verschwinden der Leere. Da geht das Playset los bei 10 Euro die Kopie, beziehungsweise hier unten nochmal für 12,99 Euro die Kopie. Und Leeren Imagination, auch eine Karte, die du natürlich brauchst, die aber in letzter Zeit krass gedroppt ist in ihrem Preis. Gerne mal die Meinung von den Experten von Inferneute dazu in die Kommentare. Wir sind hier beim Playset bei 10,40 Euro die Kopie oder hier 11 Euro die Kopie. Eine der beiden Karten spielt man, glaube ich, aber nicht auf 3. Welche weiß ich gerade leider nicht. Weiter geht's mit dem Ältesten von Ritualbeast, auch eine Karte mit starkem Potenzial zu steigen nach Battles of Legend. Ist eine Karte, die wir auf 3 brauchen in unserem Deck. Und da sind wir jetzt beim Playset bei 3,75 Euro, 3,95 Euro oder hier fast 4 Euro die Kopie angekommen. Wenn du gerne Ritualbeast spielen möchtest, dann solltest du dich jetzt, spätestens jetzt, mit diesen Karten eindecken. Dann müssen wir uns nochmal den sagenhaften Lurie angucken. Eine Karte, die natürlich essentiell wird für den Archetype Fiendsmith, weil du kannst den suchen, discardest ihn. Er ist Lichtfiend, das heißt, das brauchst du, um in deinen Link 1 zu gehen. Und schon hast du Combo von Fiendsmith und eine Apo für 3, wenn du gerne möchtest. Halt gar nicht so schlecht. Brauchst ihn aber nur als One-Off und das One-Off startet hier bei 1,69 Euro, 1,70 Euro oder hier 1,75 Euro. Weiter geht's mit Staples, die wir angezogen haben in ihrem Preis und das liegt wahrscheinlich auch an den Nationals bzw. an der EM und da haben wir einmal Kurikara, ist natürlich auch eine Karte mit Reprint-Potenzial in der Megatin 24. In der Regel brauchen wir auch dank dank Snake Eye nur eine Kopie davon und da sind wir jetzt hier nur noch bei 15 Euro, 15,95 Euro oder hier 16 Euro. Das gleiche gilt auch für den göttlichen Arsenal A2 Himmelsdonner. Da siehst du bereits, dass der Preis krass nach oben gestiegen ist. Nichtsdestotrotz bekommst du hier noch einzelne Karten für 9,10 Euro, 9,14 Euro oder hier 9,19 Euro. In der Regel brauchst du ja davon auch nur ein One-Off. Stoß der drei Taktiken brauchst du tatsächlich als Playset und diese Karte findet jetzt immer wieder vermehrt Platz in den Main-Decks oder zumindest in den Side-Decks, weil nämlich jetzt wieder mehr Leute auf Boardbreaker zurückgreifen und da kommt natürlich diese Karte unfassbar gut, beziehungsweise kann diese Karte, die ja natürlich auch das ein oder andere Floodgate setzen, wie zum Beispiel die Dimensionsbarriere oder auch Daruma Karma Kanone, denn du bekommst höchstwahrscheinlich zu 90% eine Handwrap ab und schon kannst du dann diese Karte aktivieren. Oder natürlich, wenn du das Board brechen möchtest, dein Gegner aktiviert bestimmt einen Monster-Effekt und schon kannst du dir vielleicht einen krassen Boardbreaker suchen, wie zum Beispiel Lightning Storm oder Flederwisch oder was weiß ich, Schwarzes Loch, wenn du möchtest. Eine Karte, die man hier auf 3 spielen kann und da sind wir bei 42 Euro, 42,19 Euro oder hier 44 Euro die Kopie. Als nächstes habe ich hier den verbotenen Tropfen für euch, auch eine Karte, die wieder gestiegen ist in ihrem Preis, weil die Karte natürlich jetzt wieder vermehrt Play sehen kann. Aufgrund von Tempered Dragon natürlich ist eine unfassbar gute Boardbreaker-Karte in diesem Deck, kann man nicht anders sagen. Auf jeden Fall ist das eine Karte mit Potenzial auf lange Sicht wieder zweistellig zu werden. Zurzeit kostet uns das Playset hier 5,91 Euro.
5,81 €, 5,95 € oder dann hier schon fast 6 € die Kopie. Das gleiche gilt auch bei dem guten Talent. Natürlich eine Karte, die jetzt auch wieder vermehrt Play sieht, weil wir halt sehr viele Handdrops spielen und es diese Omni-Linie jetzt nicht mehr gibt. Und aufgrund dessen kann diese Karte natürlich auch spielentscheidend sein. Wir brauchen oder wir können davon ein ganzes Playset spielen und da sind wir hier bei 6,95 €, 6,99 € oder hier nochmal 6,99 € die Kopie. Auch eine Karte, die auf lange, wenn nicht sogar mittellange Sicht ihren zweistelligen Bereich erreichen wird. Und damit, meine Freunde, möchte ich gerne diesen Marketwatch beenden. Und wie immer hoffe ich natürlich, dass euch der Marketwatch gefallen hat und natürlich auch ein bisschen geholfen hat, vielleicht die eine oder andere Entscheidung zu treffen. Sollte das der Fall sein, dann auf jeden Fall jetzt liken und abonnieren, meine Freunde. Und damit bin ich raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut rein, ciao.